Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Watch Dogs Legion. Gut, du bist wieder dabei. Dann schauen wir doch mal. Hier haben wir noch einen Nebenauftrag. Ich glaube, ich gehe vielleicht mal langsam wieder auf die Hauptmissionen. Lücken der Verteidigung. Jawohl. Ich hasse es, Mary Kelly auf Eis zu legen, während sie weiter mit diesen Mikrochips Leben zerstört. Aber fürs Erste haben wir keine Wahl. Dann soll... Sorry. Wenn wir uns das Hauptproblem mal genauer ansehen. Nigel Cass, stinkreicher Kriegstreiber und aktueller CEO der Albion Schlägertruppe. Cass hat von den Bombenanschlägen am meisten profitiert. Es ist zwar super, Leute zum Widerstand aufzurufen, aber das reicht nicht aus, um London aus Albions Fingern zu befreien. Nicht mit Cass an der Spitze. Moment, ist das dein Ernst? Heißt das, du hast einen Plan, wie wir diesen Wichser loswerden, der die Privatarmee in London befehligt? Fuck, da bin ich sofort dabei. Bagley hat eine mögliche Schwachstelle in Cass Rüstung entdeckt. Ein ehemaliger Insider und Freund, der noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Sicher nützlich, wenn wir ihn finden und überzeugen können, mit uns zu arbeiten. Komm ins Versteck. Dann reden wir drüber. Cool. Schauen wir doch mal. Ja, weil, wie gesagt, ich... Moment... zieht sich's für mich gerade wieder ein bisschen das Spiel und ich will mal ein bisschen vorankommen und... ja, es auch dann irgendwann mal abschließen. Also ich werde ja nicht alles machen. Definitiv nicht. Dafür ist es dann doch zu repetitiv und langweilig. Ah, genau, du jetzt noch. Ja gut, bei dir geht die Mission wahrscheinlich noch weiter. Datzek, mir wurde eine mögliche Entführung gemeldet. Ich schicke euch die Infos. Klang, als hätte es mit was Großem zu tun. Das ist eine echte Chance auf Gerechtigkeit. Alles klar. Überlass das uns. So, genau, wie gesagt, das wäre noch eine neue Mission, aber die machen wir dann später mal. Gut, reden wir über Albion PMC, die einzige Organisation, die Entwicklungsländer noch stärker unterdrückt als die britische Regierung. Albion, angeführt von Nigel Cass, von Partisanenmedien als charismatischer Visionär, von Amnesty International als Kriegsverbrecher bezeichnet, sollte nach den Anschlägen Recht und Ordnung in der Stadt wiederherstellen. Verdächtiger geht's nicht mehr. Das stimmt. Das sind zwei Gründe, weshalb Cass für uns interessant ist. Wir haben einen. Er heißt Hamish Bulagi. In London geboren und schon mit 14 technischer Stipendiat der Cass Foundation, wobei Cass selbst sein persönlicher Mentor war. Mit 16 entwarf Bulagi Cass erste Drohnenflotte. Kleines Detail. Cass verschob die Veröffentlichung um eine Woche auf Bulagis Geburtstag. Cass ist für Bulagi wohl eine Vaterfigur. Wieso sollte er uns helfen? Sie haben sich nach einem Vorfall im Niger-Delta vor 3 Jahren zerstritten. Menschenrechtsanwälte warfen Cass damals vor, eine Drohnenflotte entsandt zu haben, um ein Dorf, das gegen die Errichtung einer Pipeline protestierte, auszulöschen. Doch die Drohnen hatten zuvor eine Fehlfunktion. Bulagi hatte sie wohl sabotiert. Seitdem ist er auf der Flucht. Tracking-Daten zeigen jedoch, dass er wieder in London ist. Shit, er will sich wohl rächen, auch für die Protestierenden. Der Typ hat Cass Drohnen entworfen. Ich denke, er versucht, Albion zu entwaffnen. Er ist untergetaucht, aber das ist nur eine Vermutung. Doch ein abgefangener Albion-Geheimdienstbericht unserer Freundin Caitlin Lau zeigt, dass auch Cass weiß, dass Bulagi sich in London aufhält. Unser Job ist also klar. Wir müssen Bulagi kontaktieren, bevor Albion ihn findet und ihn überzeugen, dass Cass unser gemeinsamer Feind ist. Der Typ ist unsere Chance, Albion zu stoppen und uns zu rehabilitieren. Und die größte Privatarmee der Welt will ihn tot sehen. Kaum Druck. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich konnte den Bereich, in dem wir Hamish Bulagi vermutlich finden, eingrenzen. Ich habe die Koordinaten an deine Optik geschickt. Sehr gut. Battle Bridge. Jetzt da mal nicht zu einem Kampf kommt.
Cool. Dann da oben bist du. Okay. Ja, können wir gerade einmal schnell reisen. Nicht schlecht. Und das geht tatsächlich schnell. So, dann. Nehmen wir doch mal dieses Auto. Investition 4000 Jobs geschaffen hat, die sofort von Robotern übernommen werden. Und selbst wenn nicht, dann werden das Jobs sein, die kein Mensch machen will. Aber das ist wohl der Preis des Fortschritts. Und wir müssen akzeptieren, dass Technologie alles übernimmt, denn das ist vielleicht ein Hoffnungsschimmer für uns in diesem dunklen Universum, dass Technologie uns alle überflüssig machen wird. Wir werden keine Menschen mehr brauchen. Schau dir an, was alles Schlechtes passiert im Moment. Was ist der gemeinsame... Olagi hat in Albions Angelegenheiten rumgeschnüffelt. Heimlich natürlich. Aber ich konnte herausfinden, dass ein Großteil seiner Aktivitäten aus diesem Bereich kommt. Dann treffen wir den Mystery-Mann mal. Nicht so schnell. Laut seinem Heimsicherheitssystem ist Hamish nicht da. Und bevor du auf dumme Gedanken kommst, er hat seine Eingangstür mit einer Reihe von Fallen verbunden, die bei einem Einbruch erst alle seine Daten und dann dein Leben auslöschen. Nicht zwangsweise in dieser Reihenfolge. Sowas habe ich bei mir auch eingerichtet. Vielleicht paranoid, aber... Mal ehrlich, du bist bewaffnet und versuchst in seine Wohnung einzubrechen. Aber du solltest ins lokale Netz reinkommen und mithilfe der Sicherheitskameras seine Fallen deaktivieren können. Alles klar. Okay, versuchen wir das mal. Darüber wahrscheinlich. Ich glaube, die Hauptschnittstelle ist auf dem Dach. Hey, da oben ist ein Fenster. Was meinst du? Klar, wenn du da hinkommst. Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, wir benutzen die Plattform zum Fensterputzen. Zweitens, wir finden eine Baudrohne. Drittens, wir geben auf, gehen nach Hause und überdenken unser Leben. Schon dabei. Genau. Nehmen wir doch einfach die drei. So, sehr praktisch. Dann, ja, kommen wir da wunderbar hoch. Sehr gut, wechseln halt einmal darüber und das sollte uns dann bis ganz nach oben bringen. Mit einem kurzen Abstecher dahin, weil Geld. Okay. So, das sollte reichen. Da drin war halt nicht hin. Danke. Das war den Aufwand, glaube ich, nicht wert. So, Schuhu, Schuhu. Mal schauen, was der so bei seiner Wohnung oder in seiner Wohnung hat. Ja, schön. Hier ist alles verkabelt. Du könntest die Fallen lahmlegen, wenn du den Strom neu verkabelst. Schon dabei. Mhm. Willkommen bei Claires aktueller Gefahr und willkommen im faschistischen London. Ärgert euch nicht über den Stiefel in eurem Nacken. Mit der Zeit denkt ihr nicht mehr daran. Wir müssen aufwachen, Leute. So, das geht hier los. Dann so profitiert wie sie, oder? Zack. Sie laben sich an der Angst der Nehmen wir das mal mit. Es war ein leichtes Nigel Cass, die Kontrolle über die Stadt zu überlassen. Sie sind die Profiteure dieses Chaos. Der Gürtel wird jetzt immer enger, Freunde, wenn wir nichts tun. Wir können nicht sehr schön. Anderes für uns kämpfen. Wir müssen es tun. Okay, nee, das geht nur darüber tatsächlich. Hm.
Dann, was haben wir denn sonst noch Schönes? Das kriegen wir nicht entsperrt. Irgendwie haben wir ja nur... Ah, wir können das so runterdrehen. So, ah ja, gut. Ah, okay. Da habe ich es gerade ein bisschen gebraucht. Aber passt. Warte, wir müssen da oben rum, okay. Na. So, schön. Die Fallen sind entschärft. Das senkt die Wahrscheinlichkeit deines Ablebens, wenn du durch die Wohnungstür gehst. Das ist doch schon mal viel wert. Cool. Nein, jetzt muss ich einfach nochmal da runter. Na, Leap of Faith? Jawohl. Mit dem entsprechenden Adler-Sound. Also das Crossover hatten wir ja schon. Warum denn das? Nee. Alles gut. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier einfach mal unauffällig rein. Noch eine Bewegung, Chief, und ich jag diesen Ort samt dir in die Luft. Chill mal, kein Grund, sich aufzuregen. Wer zur Hölle bist du und was machst du in meiner Wohnung? Albion? Nein, eher aus dem Untergrund. Was, Detzek? Ja klar, und ich bin Che Guevara. Du bist erledigt. Jetzt verschwende keine Zeit. Du musst sofort weg. Albion kommt. Verdammt. Du sagst die Wahrheit, oder? Scheiße nochmal, ich hielt mich für vorsichtig. Verdammter Idiot, Hamish! Also, Cass ist jetzt schlimmer als... Ja, danke. Ich weiß. Warum sonst sollte ich hier meinen Arsch riskieren? Vermutlich, weil Nigel Cass dich bezahlt. So läuft das bei Söldnern doch. Oh, komm schon. Wir mögen Cass auch nicht. Wir brauchen deine Hilfe, um ihn auszuschalten, okay? Er steckt hinter den Bombenanschlägen. Kumpel, du weißt nichts. Du hast keine Ahnung, was Cass vorhat und... Los! Fuck! Ein Albion-Trupp nähert sich dir. Das war wohl nicht gelogen. Fuck. Denk nach, Hamish. Denk. Fuck. Schön. Wir vertagen. Ich verschaff dir Zeit. Geh jetzt. Gefunden. Jetzt! Au. Los! Los! Shit! Steh nicht einfach so rum. Albion überlegt nicht zweimal, bevor sie jemanden abknallen. Ich auch nicht. Shit. So, das war's mit dem. Einfach entkommen, okay. Das ist in Ordnung. Ah, das scheint auf alle zu gehen, auch wenn es Zivilisten sind. Verdammte Scheiße! An alle Einheiten, wir verfolgen die Zielperson. Scheint so. Ja, warum nicht? Das ist keine Zeit für Wheelies. Keine Zeit für Wheelies. Gut, einiges hier abgesperrt.
Das mal weg. Keine Spur der Zielperson. Ende. Ja, das sieht gut aus. Was denke ich eigentlich? Ich glaube, die ganze Aufregung hat unseren neuen Freund Hamish überzeugt, dass wir uns gemeinsam um Cass kümmern müssen. Er will kooperieren. Sehr gut. Bevor wir uns verabschieden, noch ein Hau ab an den Premier, der sich diese Woche einmal mehr weiß Gott wohin verpisst hat. Wow, Chief. Das nenne ich mal eine gekonnte Flucht. Ich glaube dir. Also sage ich dir, Nigel plant was. Und ich glaube nicht, dass ich ihn allein aufhalten kann. Wenn DedSec so ist, wie ich gehört habe, hilfst du mir. Wir helfen uns gegenseitig. Könnte sein, dass Cass was mit den Anschlägen zu tun hat. Was für Pläne könnte er haben, die noch schlimmer sind? Nein, so ist er nicht. Also nicht wirklich. Nigel will sich selbst als Helden sehen. Er ist ein arroganter Idiot, aber nicht zynisch. Für jeden Ort hatten wir einen verrückten Plan, um die dortigen Probleme mit Roboterpolizei, automatischer Düngung oder was auch immer zu lösen. Gesellschaft ist ein technisches Problem und Menschen sind Softwarefehler, verstehst du? Man umgeht sie oder man löscht sie. Sorry, Chief. Ich wechsle den Proxy-Server, damit sie mich nicht finden. Ich melde mich gleich wieder. Also, ich habe einen Insider, okay? Einen Kontakt bei Albion. Der sagt, Nigel hat ein großes Treffen im White Tower geplant. Er will über ein Riesenprojekt reden, das er für London geplant hat. Ein Ausbau seines privaten Polizeistaats? Ha, na klasse. Nimmt sich der Penner nicht auch mal Urlaub? Was auch immer er vorhat. Wir müssen dieses Treffen beobachten. Ich wollte schon immer mal so eine Nummer drehen. Okay, eins nach dem anderen. Wir brauchen jemanden, der das Ziel im Auge behält. Also los. Ich halte in der Zwischenzeit nach der richtigen Person Ausschau, um unseren zusammengewürfelten Haufen abzurunden. Oh shit. Albion Cyber Security ist an meiner Proxy-ID dran. Sie müssen das Zündsignal verfolgt haben. Ich muss mich darum kümmern. Mach das, ich kümmere mich auch noch gerade hier um die Sachen. Ist so langweilig. Nicht mehr lange. Ja, es ist ja auch kein Akt. Passt perfekt. So, das haben wir. Dann holen wir uns da jetzt noch den Beweis und dann verziehen wir uns wieder. Oh, hi. Du da, halt! Oh. Oh. Na. Oh. Muss man aber runter, ne? Ja. Sonst noch jemand auf den Beinen? Natürlich. Oh nein. Schütze! Ich bin getroffen! Genau das wollte ich vermeiden. So, schalten wir das mal schnell ab. Mach das. Ich bin da mal kurz hier drin. So. Also, was haben wir, Bax? Eine Liste, was Albion für wichtige Ziele hält. Bedrohungen für den Frieden in London. Siehst du, jemand von den Medien. Und hier jemand, der ein Asyl leitet. Großer Gott, verrammelt die Türen. Was zum... Alle, die der Rebellion verdächtigt werden oder Vorlieben zeigen für... Albion verhaftet systematisch alle, schon bevor sie überhaupt rebellieren können. Naja, da schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Denn mit dieser Liste finden wir Gleichgesinnte, die uns helfen können. Sehr gut. Warte mal, das war, glaube ich, auch... Ah, nee. Oder?
Haben wir da jetzt genug? Nee, dafür müssen wir noch Propaganda stören. Okay, ja. Andere Richtung fahren. Ja, ist unglaublich. Ja gut, jetzt glaube ich doch noch ein bisschen was zu suchen, aber ja. Drücken und ich sprenge Ketten, indem sie nur was ist Realität überhaupt? Hm, jetzt ein Bier. Ich drücke Körpergewichte. Also nicht mein Körpergewicht, das eines Säuglings. Okay, so genau wollte ich es nicht wissen. Ist sehr beeindruckend. Die Leute schauen mich an und fragen, woher hast du das Baby? Ihr hört gerade The Bug. In den Truth News diese Woche, einer offiziellen Umfrage zufolge, sind 98% der Londoner sehr zufrieden mit CTOS. Und ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. So, können wir es einmal Vollgas geben? Ich glaube nicht, dass jemals in der Geschichte 98% der Londoner einer Meinung waren. Man könnte 98% der Londoner nicht dazu bringen, sich einig zu sein, dass man lieber Sauerstoff atmen sollte als gasförmigen Dünnpfiff. Und wir sollen glauben, dass alle der Meinung sind, CTOS ist besser als keine Kacke einzuatmen. Vielleicht meinen sie auch nur 98% eines bestimmten Londoners, der Blumenaktien gekauft hat, bevor deren Tentakel sich jeden Winkel des Landes krallen. Ich meine, das ist nicht irgendeine Umfrage. Das muss erwähnt werden, das ist eine offizielle Umfrage. Unsere Regierung schwört von Herzen, dass das keine gefälschte Billigbefragung eines senilen Ehepaars und ihres Clevers ist. Mitnichten, das ist eine offizielle Umfrage. Geben wir den Begriff offizielle Umfrage in einen Online-Übersetzer ein. Alle, die nicht Linguistik studiert haben, was bedeutet er? Weg. Frei erfundene Lüge. Gut, dann wäre das ja geklärt. Ich würde sagen... So, wir haben hier wunderbar gewartet. Hier wäre es noch ein VIP zu erledigen. Gut. Und vielleicht ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Allerdings müssen wir da halt erstmal rein. Ja, unten rum dann wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass der halt echt gut bewacht ist. Der Tower of London? Der ist komplett abgeriegelt. Wie kommen wir da rein? Ich würde ja gern helfen, aber Nigel hat Lunte gerochen. Mit den ganzen CTOS-Kameras hat er mich ganz schnell gefunden. Für dich riskiere ich meinen hübschen Hals nicht. Wir brauchen für unseren Coup einen Albion-Insider, der bereit ist, die Seite zu wechseln. Ich habe bei einer Kontaktperson angefragt, die in einem Pub in der Nähe arbeitet. Wo sonst findet man einen desillusionierten Antihelden, der sein Gewissen mit Alkohol betäubt, aber insgeheim auf Rehabilitierung sind? Ich habe unserem Kontakt gesagt, was wir suchen, und sie ist in der Nähe. Okay. Wirklich? Nein, warte mal. Ja, sicher. Ja, ist ja echt nicht so weit weg, das ist ja ganz angenehm. Hi, ihr habt wirklich ein Händchen dafür, euch Ziele auszusuchen. Ihr wisst schon, dass Albion da drin seine Zentrale hat, oder? Ja, ich weiß, kein kleiner Fisch. Wir nehmen uns gleich den Hai vor. Aber wir haben auch keine Wahl. Cass präsentiert einem Haufen Wichser sein Geheimprojekt und ich wette, dass es nichts Gutes ist. Verdammter Nigel Cass, du hast recht, das kann nichts Gutes heißen. Zum Glück höre ich im Pub viele traurige Geschichten. Und hier sind ziemlich viele Albion-Typen unzufrieden mit der aktuellen Lage. Wenn du deinen Charme anknippst, kannst du sicher jemanden auf die Seite der Guten ziehen. Ich habe auch schon wen im Auge. Cool. Schick mir die nötigen Infos. Ich sag Bagley Bescheid. Viel Glück, Schätzchen. Wir haben sehr gut von Albion in unserem Reihen. Sagen wir Bescheid, dass es soweit ist. Okay, dann schicken wir dich rein. So, das noch schnell ab. Frühstücken. Dann. Gut.
gut, dass wir dich rekrutiert haben. So. Hallo, hast du Zeit, die Welt ein bisschen besser zu machen? Claro. Nigel Kess' Treffen beginnt gleich. Nähere dich dem Tower auf London, wenn du bereit bist. Wenn wir Glück haben, wissen sie noch nicht, dass du die Springerstiefel an den Nagel gehängt hast. Setz einfach dein harmloses, dem System ergebenes Gesicht auf. Oh, und vergiss deine Uniform nicht. Naja. Das passt schon. So, ja, ja, kenne ich. Sieht super aus. Deine Ex-Kollegen werden dich nicht bemerken, wenn du sie nicht so genau hinschauen lässt. Husch, husch. So, na, wahrscheinlich liegt das da oben drauf. Ja, und diese blöden Drohnen halt nicht da wären, ne? Offenbar war dieser widerliche Nerd diejenige, die dem Stadtteil die Hilfslieferungen entzogen hat, damit alle schön brav auf Albion hören. Heutzutage kann man mit einer Tabelle mehr Schaden anrichten als mit einer Drohnenflotte. Echt klasse. So. Jetzt die Frage, können wir dich wieder nehmen? Ja, gut. Wenn wir Glück haben, wissen sie noch nicht, dass du die Springerstiefel an den Nagel gehängt hast. Setz einfach dein harmloses, dem System ergebenes Gesicht auf. Oh, und vergiss deine Uniform nicht. Wie gesagt, wären diese Drohnen nicht hier, wäre das alles kein Akt. Deine Ex-Kollegen werden dich nicht bemerken, wenn du sie nicht so genau hinschauen lässt. Sehr stylisch. Irgendwie. Na toll, das war's dann mit der Anonymität. Ja, kann ich das bitte zurücksetzen? Nicht wirklich. Ja, die Drohnen sind einfach viel zu stark. Schon Glück gehabt. So, aber es ging doch nicht. Gut, das ist halt, da fehlt die Reichweite. Ich bin hier festgenagelt. Alles klar, danke für die Muni. Ich stecke hier fest. Ja, wie gesagt, die Waffen sind halt echt beschissen von der Zeck. Die machen überhaupt keinen Schaden. Wäre cool, wenn ich alle mit Schallgeimpften Waffe ausrüsten könnte. Das würde das alles deutlich vereinfachen.
Gut, wenigstens mal die Technikpunkte auch mitgenommen. Jetzt habe ich diese ganzen Nebendinger gemacht, dann komm, erlege ich mich dahin und dann mache ich es halt erst nochmal. Hallo? Auf einmal machen die Headshots ja doch noch was. Oder One-Hitten. Okay. Dann hört man auf zu verfolgen. In der Zeit sammle ich doch ein. Ich werde dir jetzt etwas sagen und das bleibt unter uns. Das ist absolut vertraulich. Ich finde das Ganze ziemlich seltsam. Klar gibt es gute Gründe, Teile eines Gebäudes zu schließen, aber insgesamt ist das Mist. Das hier ist ein wichtiger Teil der Geschichte Londons, seiner Kultur. Große, mächtige Männer haben die Festung befehligt. Die Bürger von London sind ihr gegenüber verpflichtet. Man darf sie nicht aussperren. Sie müssen reingehen, die Essenz atmen, damit sie auch wachsen können. Aber nochmal, das alles bleibt unter uns. Jetzt mach weiter. Okay. Gut, dann gehen wir hier das nächste Mal rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.